Liebe Gemeinde, heute habe ich Choral EG 353 Jesus nimmt die Sünde an ausgewählt und mir folgende Gedanken zum Choraltext gemacht. Sehr passend zur österlichen Buß- und Passionszeit ist es, seine Sünden vor Gott zu bringen. Passt auch sonst immer sehr gut. Und diese sind einem dann vergeben. Wer möchte nicht so angenommen werden, wie er ist? Dies ist bei Jesus Christus möglich. Außerdem ist jeder Einzelne ihm noch besonders wichtig und er verzeiht uns unsere Schuld. Er verurteilt uns nicht, sondern er vergibt. Wenn er doch der oberste Richter ist oder der einzig wahre Richter, als den er sich bezeichnet hat, dann sollte uns doch nicht bange sein bei dem Urteil anderer Menschen, denn Gott vergibt uns. Ja, in der Nachfolge Jesu Christi würde ich als Impuls dieses Textes vorschlagen, dass wir versuchen, uns weiterhin oder damit beginnen, gegenseitig zu vergeben und damit die Welt ein bisschen menschlicher machen. Das Vergeben muss ja nicht heißen, dass das kollektive Vergessen einsetzt, sondern man kann sich ja auch an die Dinge erinnern, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, seine Schlüsse daraus ziehen und es zukünftig besser machen, liebevoller und menschlicher miteinander umgehen. Ja, ihr und Sie machen sich wieder Ihre eigenen und eure eigenen Gedanken zu dem Text und ich wünsche wie immer viel Freude beim Singen und Musizieren. Diesmal der 1. bis 5. und 7. Strophe. Bleiben Sie gesund und behütet. Ihre Claudia Kusch.